So. Jetzt habe ich wieder etwas Gold. Um die beiden Trainingsfiguren zu bauen. Was ich leider nicht verkaufen kann, ist Nahrung, weil davon haben wir viel zu viel. So, wir haben die zwei Trainingspuppen. Jetzt musst du nur noch Level 4 erreichen, dann schicke ich dich gleich in den Einsatz. Währenddessen haben nämlich die anderen Zeit, sich zu heilen. Und ich muss wieder die nötigen, das nötige Holz zusammenkriegen. Und dann dich loswerden. Du bist nämlich ein verdammter Goblin-Hacker. Kein Goblin-Krieger. Ich wäre euch allen sehr verbunden, wenn ihr schlafen und essen gehen würdet. So, jetzt habe ich Offensivstrategien. Darauf hätte ich vorhin warten sollen. Ganz ehrlich. Aber da war mir wieder der Übermut zu groß. Genau, Holz sammeln. Und wenn ich irgendwann genug Obsidian habe, mache ich die halt einfach direkt gleich zu Granatwerfern. Ich sollte eigentlich lieber hier in den unteren Bereichen nach Titan suchen, als da oben mich mit den Goblins rumzuschlagen. Außer hier hinten ist gleich das Tor. Das wäre dann einfach. Wo bist du jetzt? Wieder da unten. Okay. Damit komme ich klar. Du wirst ganz schnell Level 4. Dass du hier hinten ganz schnell trainieren kannst. Und ich glaube, ich verkaufe nochmal Steine. Beim Augenblick brauche ich einfach keine Steine. Im Augenblick brauche ich einfach viel mehr Gold. Steinvorräte habe ich zwar alle geplündert. Bist du ein Erdmännchen oder ein... Du bist ein Erdmännchenhaufen, glaube ich, gewesen. Und ich habe dich verkauft. Ja, das mit dem Krieger ist jetzt wieder ärgerlich gewesen. Wo portet er sich jetzt wieder hin? Ein Meter weiter rüber. Ich gebe mal ein bisschen Boost, dass wir schneller leveln. Beim Augenblick kann ich echt nichts tun ohne den Soldaten hier. So, für 400 Holz verkaufe ich auch mal Holz. Oh, ich muss vorsichtig sein mit dem, weil damit mache ich die freie Kamera an. So ist besser wieder. Oh, er hat Level 4 erreicht. Militär. Dann trainieren wir den mal im Quick-Tempo hoch.
Also naja, zur Not können wir immer noch mit den Holzpflanzen Gold machen. Ich habe so das Gefühl, auch je höher unsere Arbeiterzwerge hier sind, umso länger dauert es, bis die Holzpflanzen aufgebraucht sind. Aber jetzt können wir zum Beispiel schon wieder... Na, 200 verkaufen. Ich sollte die Shift-Taste loslassen, nachdem ich verkauft habe. So, machen wir die gleich zum Schwerwerfer. Scharfschützenausbildung als nächstes oder als nächstes Gelehrtenspitze? Ich glaube, jetzt nächstes Gelehrtenspezialisierung. Dass ich meinen besten Gelehrten zu einem Wissenschaftler machen kann. So, du trainierst wirklich sehr gut hoch, zum Glück. Geh dann eine Runde schlafen. Gleich hat er Stufe 9 erreicht. Sehr gut. Dann hoffen wir einfach wirklich mal, dass hier hinter Sense ist, dann. Und ich denke mal, ich werde das in Zukunft anders machen. Oh, Mist. Er ist hier. Gut. Er ist hier. Bedeutet keine Panik. Sword. Sondern alle auf ihn drauf, bedeutet das. So, genau. Gut, jetzt kann ich die Gelehrtenspezialisierung. Dich kann ich wieder hier zum Trainieren schicken. Nein, spezialisieren will ich euch fürs Erste nicht. Ich will euch eigentlich nach Hause schicken. Ah, das ist nur jetzt leider etwas falsch gelaufen. So, Gelehrtenspezialisierung. Kriegst du nicht, weil wir dafür noch 50 Turmalin brauchen. Okay, das bedeutet, ich kann hier weiter buddeln. Ich würde aber erstmal gerne hier an das Silber rankommen. Dafür nehme ich zwei Holzleitern im Kauf. So. Und dann schafft ihr mal hier. Ich gebe euch auch eure Betten wieder. Nicht, dass ihr mir hier verhungert. So. Gut, das war das bisschen Silber. Dann buddelt ihr mir mal hier weiter.
So, die Leitern können weg. Na komm. Danke. Wir können mal wieder nach Hause. Weißt du was, errichte noch zwei hölzerne Trainingspuppen. Jetzt, wo wir genug Gold haben und Holz, können die beiden hier an normalen Trainingspuppen auch mal trainieren. Und du kannst das Loch weiter stopfen. Und ich kann hier drüben endlich mal den Boden machen. Das hatte ich mir ja auch vorhin gesagt, dass ich das jetzt mal machen werde. Und zwar bis hierhin grüner Boden. Und grüne Wände. So, und der Rest wird dann Obsidian gemacht. Oh, wieder Gold. Sehr schön. So, die kloppen fleißig auf die beiden Statuen ein. Die anderen beiden heilen sich hoffentlich. Du musst da raus, weil hier will ich eigentlich zumachen. So, und theoretisch könnte ich auch schon mal anfangen, hier das Schlafzimmer zu verschönern. So. Und jetzt noch Wände, und zwar die guten teuren Holzpflaster. Hier nicht, aber hier. Und hier. Oh, da fehlt einer. So. Gut, jetzt sieht auch endlich das Wohnzimmer aus wie ein Wohnzimmer. Jo. Jetzt muss ich als nächstes wieder meine Armee darunter bringen. Wenn die beiden mit Trainieren fertig sind, was sie ja wahrscheinlich bald sind. Du gehst mal raus, du bist nämlich schon Level 11. Und die anderen beiden sind schon längst Level viel höher. Genau, iss mal was und heil dich. Du bist mir nämlich auch immer viel zu angeschlagen. So, du bist Level 11 geworden. So, und frohen Mutes grabe ich da jetzt mal rein. In der Hoffnung, dass dahinter nicht wieder eine große böse Horde ist. What must I do for someone to listen to me? Hier ist es. Die Durchquerung dieser Festung war mühsam, aber dies muss das obere Tor sein. Wir müssen es schließen. Ihr reagiert dazu mit dem Hebel. Ja. Schließ das Tor.